Hallo und herzlich willkommen im Wald. Das ist ein abgestorbener Baum mit Moos dran. Tschüss, bis morgen. Ja gut, dann erzähle ich doch noch ein bisschen mehr. Also, der abgestorbene Baum mit Moos dran ist ein Holunder. Tatsache ist, warum ist da Moos dran? Das weiß ich auch nicht so genau, aber bemerkenswert ist natürlich, dass der hier relativ einzeln steht. Ne? Ihr seht da im Hintergrund ist ein recht dichtes Fichten- bzw. Tannen, größtenteils Tannenwäldchen. Und das ist schon ein bisschen verdächtig. Und wenn wir jetzt die Kamera umdrehen würden, das sparen wir uns, weil da sieht es genauso aus. Da sieht man dann auch, dass eben entsprechend hier ein sehr dichter Jungwald ist. Wird wahrscheinlich auch noch ein letzter Rest langsam aufwachsende Sturmwurffläche sein. Die Bäumchen sind jetzt zwar noch nicht alt und auch noch nicht besonders hoch, aber könnt mir trotzdem vorstellen, dass das noch letzte Reste von Lothar sind. Für diejenigen, die jetzt gerade neu dabei sind, Lothar taucht immer mal wieder in meinen Videos auf. 1999, zweiter Weihnachtsfeiertag, hat den halben Nordschwarzwald, und das ist keine Übertreibung, sondern wirklich gefühlt den halben Nordschwarzwald. Okay, es ist doch eine Übertreibung, es waren irgendwie 20%. Aber das ist auch schon eine riesige Fläche, die der Lothar da mindestens sehr stark geschädigt hat und den Wald eben in einem völlig anderen Zustand hinterlassen hat, als er vorher war. Ja, und das führt eben dazu, dass wir jetzt hier hin und wieder mal solche Streifen am Waldesrand bekommen, die recht breit sind. Ja? Also das, wartet mal. Zack. Also das ist ein recht breiter Streifen hier direkt neben der Straße. Die Straße ist etwa 2 Meter hinter euch, also hinter der Kamera. Und das ist ein ehemaliger Holzlagerplatz, den man vermutlich auch eben zu Zwecken von größeren Mengen Holzaufbereitung und auch größeren Mengen Holzzwischendeponierung hier mal angelegt hat. Der wurde jetzt lange nicht mehr gebraucht. Theoretisch wäre es möglich, dass er irgendwann nochmal gebraut wird, aber durch diese Tatsache ist hier halt eben zusammen mit dem doch eher niedrigen Wald der Umgebung ein Fleckchen entstanden, an dem besonders viel Licht hinkommt. Ja, und das wird dann natürlich interessant, um für solche Arten wie eben den Holunder, die sehr viel Licht brauchen und in geschlossenen Wäldern gar nicht wachsen können, weil es da einfach zu dunkel ist, wegen den Baumkronen eben hoch oben, sind solche Plätzchen dann ideale Sonderstandorte, wo so ein Holunder dann mal wachsen kann. So, und das erklärt, warum da ein Holunder steht. Ja, dass der jetzt nicht mehr lebt, das kann diverse Ursachen haben. Da müsste ich wirklich spekulieren. Das bringt uns nicht weiter. Aber was nicht erklärt, warum da jetzt ein moosbewachsener Holunder steht. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir hier jetzt in einem Wald sind, der eben eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit aufweist. Und warum ist das so? Ja, weil das hier ein Passwald ist. Wir schleichen hier quasi gerade zwischen zwei Schwarzwaldtälern, obendrauf zwischen zwei Schwarzwaldtälern eben auf dem Pass herum. Und wenn jetzt die Wolke kommt, ja, und ein Tal hochflutscht, ein Stück weit, was sie ja problemlos kann, weil solange sie im Tal oder über dem Tal bleibt, hat sie ja da kein Hindernis, und dann mal rüber will, dann bleibt sie am Kamm hängen. Ja, und auch andere Wolken, die von weiter weg kommen, die bleiben dann jeweils an den Kämmen zwischen den Tälern immer mal wieder hängen und können an dieser Stelle dann immer mal Feuchtigkeit verlieren. Teilweise regnen sie auch ab. Wir haben also in so einer Tal-Kamm-Landschaft immer mal wieder eben Kleinstandorte, die sich hervortun, eben durch diese große Struktur, durch die große Vertikalität der Landschaft. Und auf Kammlage ist eigentlich immer besonders erhöht feuchte Luft, und das kann man dann an solchen Exemplaren hier sehen. In einem tief im Talwald würde man das vielleicht auch finden, weil da halt sich die nasse Luft dann wiederum sammelt, aber nicht am Hang zum Beispiel. Ja, wenn nasse Luft da ist, dann flutscht die runter und ist dann unten, und oben am Kamm ist sie nur deswegen immer, weil ständig neue von der Wolke nachgeliefert wird. Also das sind so Möglichkeiten für besonders nasse Standorte. Eins von beidem ist es meistens. Ja, also luftfeucht nasse Standorte. Ob jetzt der Boden dauerhaft nass ist, das hängt dann noch zusätzlich von der Bodenart ab.
Vielleicht finden wir dazu noch was. So, und dann muss ich noch kurz erklären, das hier ist ein spontaner Waldspaziergang mit, ich erkläre, was ich so finde. Ich habe keine Ahnung, was es hier gibt. Ich war in diesem Wald ungefähr ein Vierteljahrhundert nicht mehr. Und daher erinnere ich mich wirklich gar nicht. Und ich kommentiere einfach, was ich finde. Das kann sein, dass das für langjährige Zuschauer die eine oder andere Wiederholung mal kurz dabei ist. Aber dann prägt sich's ein. Ich hoffe, das ist dann auch in Ordnung. Jedenfalls, da haben wir dann die Erklärung, warum das Ding so bemoost ist. Und jetzt bin ich gerade voll in die Brombeeren gerannt und muss jetzt noch die Stacheln aus meiner Hose ziehen. Wir zoomen hier nochmal kurz ran, damit ihr auch das Moos sehen könnt. So schaut's aus. Und weiter geht's. Ja, nächster Stopp ist diese Tanne. Das ist ein ziemliches Prachtexemplar. Und wenn ich Tanne sage, das ist wichtig, auch für eventuell für neue Zuschauer, dann meine ich auch Tanne. Weißtanne, Abies alba. Nicht jeder Nadelbaum ist eine Tanne. So viel nur mal kurz zur Erinnerung an die neuen Zuschauer. So, und die tun sich vor allen Dingen dadurch hervor, dass sie eine sehr schattproduzierende und sehr schattertragende Baumart sind. Das wissen wahrscheinlich auch der ein oder andere von euch schon. Aber das hier ist wirklich ein wunderbares Musterexemplar. Erstens, um mal zu zeigen, wenn die Tanne genügend Licht bekommt, auch von der Seite genügend Licht bekommt und an einem lichtumfluteten Standort steht. Und das ist hier der Fall. Ne? Die hat links jede Menge Platz, die hat rechts den Weg, da ist erst recht viel Platz. Und bemerkenswert ist jetzt, dass links viel Platz ist. Das ist garantiert noch nicht lange so. Von der Dicke her würde ich die Tanne auf mindestens 160 Jahre oder sowas schätzen. Also das ist wirklich schon eine, die da eine ganze Weile steht. Und die hat im Laufe ihres Lebens garantiert auch schon Phasen erlebt, dass der Wald hier links deutlich geschlossener war. Jetzt stehen da auch ein paar Laubbäume rum und so weiter. Und das variiert sicherlich ein wenig. Aber mindestens vor Lothar gab es garantiert noch einen deutlich größeren Kronen. Schluss links im Bild. Na, wir können mal ein kleines bisschen da noch mal ein bisschen hochgucken und dann sehen wir, da ist also schon eine ordentliche Lücke. Im Übrigen, das ist eine Lärche hier, dass das vertrocknete Ding da durchaus möglich, dass die noch lebt und einfach noch nicht 100% alle Nadeln für den Winter abgeschmissen hat und im Frühjahr noch mal austreibt. Kann ich jetzt erstmal nichts erkennen, was dagegen spreche, dass die noch leben, aber auch die sind halt eben wechselgrün. Ne? Unser einziger wechselgrüner, also im Winter die Nadeln abwerfender Nadelbaum, den es in Deutschland fast schon heimisch gibt. Ach übrigens, warum nur fast schon heimisch? Naja, streng genommen gibt es die einzigen Lärchenpopulationen erst jenseits der Grenze, wahlweise in der Schweiz oder in Österreich, aber es sind nur ein paar Kilometer. So gesehen kann man von fast noch einheimisch sprechen, weil ja, mal wieder so ein kleiner Krieg und dann kann sich die Sache mit der Grenze ja ganz schnell wieder verändern. Nein, natürlich nicht, aber ja. Ja, politisch gar nicht korrekt. Gut, ich hätte da auch schon so einen Plan. Also wenn wir möglichst schnell angreifen und einen sogenannten Blitzkrieg, nein, lassen wir das. Entschuldigung. Gut, ganz tolle Idee in der deutschen Geschichte. Ihr seht jedenfalls, gerade im Vergleich zu dem Loch im Wald, ist das wirklich eine extrem dichte Benadelung. Man könnte sich fast schon fragen, warum zum Geier geht es dieser Tanne so großartig, dass sie es schafft, hier eine furchtbar dichte Säule aus Nadeln zu sein. Damit hat die eine Photosyntheseleistung jenseits von Gut und Böse und wahrscheinlich ein Benadelungsprozent, also potenzielle maximale Benadelung für die Art Weißtanne von 99 bis 100. Ja, der muss es ja super, super gut gegangen sein. Das trotz drei schlechter Jahre in Folge. Jetzt 2021 war ja wieder ein ganz ordentliches Jahr für den Wald. Jahresrückblick kommt noch. Ne? Und Waldjahresrückblick. Aber der Schein trügt natürlich ein wenig und man kann sich, gerade wenn man nur so einen kleinen rechteckigen Ausschnitt vom Wald hat, sprich mein Kamerabild, ganz schnell das Ganze zurechtbiegen, so wie man es haben möchte. Und wenn wir nämlich da mal ganz hoch gucken, dann sehen wir, ja, sehr wohl hat die Krone oben durchaus gelitten, ja, und zwar durchaus nicht allzu knapp. Wenn sie jetzt überall so aussehen würde, wie im Kronenbereich, dann müsste man so ungefähr von 30, 35, 40%, 40%, ja, wenn sie überall so aussehen würde, vielleicht sogar bis 50% Nadelverlust angeben. Und das wäre dann schon eine deutliche Schwächung bzw. eine deutliche
problematische Situation für diese Einzeltanne, dass er also viel weniger Nadeln dran hat, als sie eigentlich könnte. Und dafür gibt es wahrscheinlich Gründe, nämlich dass sie nicht genügend Kraft hat, um alle Nadeln, die sie potenziell tragen könnte, auch wirklich zu tragen. Oder irgendwas hat in letzter Zeit dazu geführt, dass sie halt eben sehr viele davon verloren hat. So, und in diesem Fall, da oben sieht die Krone so aus, wie sie aussieht, wegen eben diesen drei Trockenjahren. Die sind also auch nicht spurlos an dieser Tanne da verloren, vorübergegangen. Aber wir können auch sehen, dass wirklich nur die oberste Krone hier überhaupt irgendwelche Schädigungen zeigt. Der ganze Bereich unten drunter, den wir gerade gesehen haben, der ja jetzt hier auch noch als lichtunlässiger Bollen in der Kamera zu sehen ist. Das ist alles tipptopp in Ordnung und daran können wir eben gut erkennen, dass so eine Tanne sehr wohl in der Lage ist, Dürrephänomene von den Nadelbäumen her noch als eine der besten zu überstehen. Ja? Und wir befinden uns hier auch ganz genau in der natürlichen Verbreitung der Tanne. Die Tanne gehört hier also her, das ist PNV-Baumart, potenzielle natürliche Vegetation, und die ist nicht nur potenziell, sondern die steht da sogar wirklich. Ja? Und das macht das wirklich zu einem ganz, ganz tollen Musterbeispiel für Tanne. Selten so eine schöne Tanne zum Erklären, wie Tanne reagiert, wenn die Trockenheit kommt, gesehen. Ja, und wie reagiert sie? Na, ganz einfach. Sie schmeißt halt in dem Bereich Nadeln ab, wo sie am schwersten zu versorgen sind. Und das ist ganz oben. Warum? Na, da muss das Wasser bis ganz nach oben gepumpt werden, in Anführungszeichen. Und zuerst mal bricht die Wasserversorgung tatsächlich der am weitesten oben liegenden Teile des Baumes zusammen bei Dürre, und genau dieses Phänomen können wir hier jetzt quasi sehen. Während eben die Bereiche, die gar nicht so hoch sind und wo es nicht so weit hoch muss, das hat noch ganz gut funktioniert und offensichtlich war dadurch auch durch die gigantische Wurzel der Tanne und diesen an sich hier eigentlich eher feuchten Standort eine gute Wasserversorgung noch weiterhin möglich, und deswegen müssen wir uns auch keine Sorgen um diese Tanne hier machen. Also die wird jetzt mit 2021 auch wahrscheinlich in der Lage gewesen sein, noch mal ein paar Ressourcen zu sammeln, noch mal ein bisschen was anzusparen, und sollte jetzt 2022 wieder ein schlechtes Jahr werden, dann kann sie noch ein bisschen von den Reserven von diesem Jahr, jedenfalls das Jahr, was jetzt gerade ist, und das nächste Jahr, im Zweifelsfall. Und da kann sie dann auf jeden Fall von den Ressourcen, die sie jetzt wieder angesammelt hat, noch ein bisschen zehren. Das heißt jetzt aber nicht, dass nochmal drei schlechte Jahre in Folge kein Problem wären. Sollten wir nochmal drei schlechte Jahre bekommen oder auch nur zwei schlechte Jahre in Folge, dann wird es bei vielen Baumarten, die eigentlich eine gute Resistenz zeigen, wie eben diese Tanne, vielleicht trotzdem durchaus knapp mit dem Überleben. Ja, also es ist ein bisschen russisch Roulette oder Lotto, wenn man so will, je nachdem, was einem lieber ist. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier sonst noch so finden. Jedenfalls, das wäre hier ein sehr schönes Bild, diese Tanne. So, hier ein paar wunderschöne Spechtlöcher per excellence. Da kann man wunderbar sehen, wie der Specht eigentlich vorgeht, wenn der solche Löcherchen macht. Und zwar, das hier ist eine Lärche, ja, mit entsprechender Borke, wie sich das von der Lärche gehört. Und was sie hier als ja, grünlich, nasse, dunkle Borke sehen könnt, das ist die unverletzte. So gehört sie eigentlich, so sollte sie außen eigentlich aussehen. Und das rötliche mit dem Loch in der Mitte, das ist natürlich der Bereich, den der Specht freigelegt hat. So, und wenn wir jetzt noch ein Stückchen höher gehen, können wir auch wunderbar sehen, wie macht er denn das? Da gibt es so ein Initialloch, und zwar bei einer recht leichten, weichen Borke, wo der Specht gut drin rumklopfen kann, macht er gerne einfach mal ein Loch in der Mitte, und dann kommt er meistens schon ans Ziel, dahin, wo er hin will. Aber wenn er jetzt tiefer rein möchte, weil so eine Lärchenborke, die ist durchaus sehr, sehr dick, dann haut er gern die Schuppen der Borke, ne? Also hier links vom Loch steht so eine schöne große senkrechte Schuppe ab. Die kann er einfach wegkloppen, indem er da an der richtigen Stelle, das weiß er meistens sehr gut, was er tun muss, damit die möglichst schnell wegfliegen, ein paar Mal klopft. Und dann fliegt die Schuppe da auch schon weg. Und dann macht das gleich auf der rechten Seite und die Schuppe fliegt weg. Und immer so weiter, bis er dann eben ganz viele
Schuppen entfernt hat und dann eben eine Wand entsteht, wie die, die wir hier jetzt sehen können, dann kann er einfach besser arbeiten, da kommt er dann tiefer runter, da kann er sich auch besser in die Tiefe arbeiten, weil sein Schnabel ist ja auch nicht unendlich lang. Ja? Also wenn er ein tiefes Loch haben möchte, dann muss er irgendwann entweder das Loch größer machen, damit er tiefer reinkommt, oder einfach Schuppen an der Seite wegklopfen, und hier hat er sich für Letzteres entschieden. Da können wir zum Beispiel sehen, hier ist er jetzt recht tief vorgedrungen, da hat es nochmal ein tiefes Loch im normalen Loch, und weiter unten hier auch, da ist auch sehr weit runter. Da muss er irgendwas Großes gefunden haben, was es da zu fressen gab. Wichtig wäre nochmal zu erwähnen, das sind reine Nahrungslöcher. Der versucht da nicht ein Haus zu bauen und auch keine Bruthöhle, sondern der sucht da lediglich was zu essen und arbeitet sich da quasi zu rindenbrütenden Insekten vor. Ja? Kann alles Mögliche gewesen sein, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, was er da jetzt exakt rausgeholt hat. Typisch sind dann auch eben solche Strukturen, dass er da wirklich solche dem Insektennest hinterher klopft sozusagen und sich hinterher arbeitet, dass er dann also später wirklich in vielen Fällen genau das, wo mal das Nest gewesen ist, exakt diesen Bereich auch freilegt. Spechte können das ganz genau orten, wo es krabbelt unter der Rinde. Das können sie hören. Ja, es ist ein bisschen komplizierter als hören, ganz normal, aber im Wesentlichen kann man schon als hören, denke ich, bezeichnen. Und hier drüben sieht man das auch nochmal schön. Ne? Hier hast du ein Nest von Insekten, was ausgeräumt worden ist, das eben vertikal verläuft. Ja? Also ganz typisch, die haben sich irgendwie von unten wahrscheinlich nach oben gearbeitet, dann da durchgefressen und haben da versucht, ein Nest anzulegen, so durch den Baum hindurch. Aber dann kam der Specht, hat das alles freigelegt, hat alle rausgeschleckt, die da so drin waren. Spechte haben eine lange, klebrige Zunge und können Insekten quasi aufschlecken. Und ja, dem Specht geht es jetzt gut und den Bewohnern nicht mehr. So ist es. Ja, hier am Wegesrand schön zu sehen, die ganz tolle Tannenverjüngungssituation. Ne? Also wir haben da oben drüber ein paar Alttannen. Moment, hier, Alttannen, wobei so alt, das ist alles nicht so was Dickes wie diese ganz, ganz fette Tanne, die wir da eben gesehen haben. Aber das sind so normale, circa 80, ungefähr 80-jährige Tannen, würde ich jetzt vom Umfang her ungefähr einschätzen. Wären potenziell hiebreif. Man könnte also sagen, ja, die nimmt man jetzt mit für das Geld, was sie halt bringen. Oder man lässt sie noch ein bisschen wachsen. Wenn es Fichten wären, dann müsste man sie jetzt schleunigst so bald wie möglich ummachen, weil viel älter als 80 werden die im Regelfall nicht. Wenn sie überhaupt geschafft haben, 80 zu werden, dann kommt spätestens ab 80 sehr bald der Borkenkäfer. Und wenn es der Borkenkäfer nicht ist, dann ein Sturm. Aber es sind ja keine Fichten, sondern es sind Tannen. Und bei Tannen, ja, die realistische Gefahr, wenn die mal so groß geworden sind, ist natürlich auch immer noch ein Sturm. Das ist immer noch ein Nadelbaum. Und das bedeutet, auch im Winter sind da Nadeln dran und die haben nun mal einen Windwiderstand. Und wenn im Winter ein Wintersturm kommt, dann kann so ein Nadelbaum schon mal umfliegen. Selbst wenn es eine Tanne ist mit einer tollen Wurzel und nicht eine Fichte mit einer für diese Böden und diese Höhenlage eher ungeeigneten Wurzel. Ja, auch das erzähle ich häufig. Fichte haben schon eine tolle Wurzel, die ist super für den natürlichen Bereich, in dem Fichte normalerweise wächst. Da ist diese Wurzel gut. Ja? Und wenn man die Fichte halt wohin pflanzt, wo sie gar nicht hin will, beziehungsweise nicht hingehört, dann hast du eben den Salat. Gut, aber Tatsache ist, das verjüngt sich hier wirklich mustergültig. Das ist auch Naturverjüngung. Das heißt, hier hat der Förster nichts weiter gemacht, als eben ein kleines bisschen Licht in den Bestand zu lassen. Soll heißen, diese Tannen standen mal dichter, die Alttannen. Und dann hat man einzelne Tannen entnommen, damit da eben Licht reinkommt, mit dem Erfolg, dass das Licht auch von den jungen Bäumchen jetzt genutzt wird und der Wald jetzt wieder zuwächst. Das bedeutet, man kann jetzt, wie gesagt, die sind eigentlich hiebsreif, die Tannen. Man kann also jetzt in 10 Jährchen, wenn man Lust hat, auch erst in 15 Jährchen wiederkommen und so die restlichen Tannen holen, und dann entsteht nie ein wirkliches Loch im Wald. Ja? Also wir haben immer Waldklima, zumindest ein bodennahes Waldklima. Wir haben immer Bäume da, die die Bezeichnung Bäume verdienen. Das ist bei den Jungen hier ja auch schon der Fall. So niedrig sind die nicht mehr.
und die bilden schon einen richtigen Wald. Und dieses Konzept, das nennt man Dauerwald. Ja? Dass man also bei der Waldbewirtschaftung quasi das Kronendach des Waldes, die Überschirmung des Bodens von in diesem Fall Nadeln oder halt eben Blättern, nie unterbricht. Dann ist das Dauerwald. Das hat Vorteile, ökologisch ist es nämlich toll. Das hat ökologisch gesehen teilweise sogar aber auch Nachteile. Ja? Je nachdem, welchen Naturschutzmensch man fragt. Moment, ich stelle mich mal vors Bild. Es gibt nämlich durchaus einzelne Entomologen, also die Insektenforscher, ne? Zum Beispiel, also die Krabbeltierforscher, nennen wir es mal so, dann sind sie beleidigt. die neigen dazu, mit solchen Dauerwaldstrukturen so gar nicht glücklich zu sein. Weil das ist im ersten Moment, klingt das nach ganz tollem Naturschutz und ganz naturnaher Waldbewirtschaftung, aber jetzt kann man sich natürlich wunderbar kloppen, was ist zum Geier eigentlich naturnah. Ja? Und das wissen wir erstens noch nicht 100%. Es gibt inzwischen jede Menge tolle Ansätze, mit denen man schon sehr nah rankommt, aber hundertprozentig können wir es tatsächlich noch immer nicht sagen. Und das nächste Problem ist, naturnah ist dahingehend schwierig, weil naturnah ist halt auch, dass der Sturm mal ein großes Loch in den Wald reißt und dass dann wirklich keine Bäume mehr dastehen. Naturnah ist gerade insbesondere in Nadelwäldern, bei der Tanne nicht so sehr, aber spätestens dann bei Fichte oder Kiefer, dass die halt nun mal mehr oder weniger gleichartig aufwachsen und mehr oder weniger auf gleichem Stockwerk aufwachsen. Das heißt, ein natürliches Ende eines natürlichen Nadelwalds, wenn man ihn nicht umschneidet, sondern er irgendwann eines natürlichen Todes durch Wind stirbt zum Beispiel oder durch Borkenkäfer oder sucht euch was aus, ist so, dass der komplette Bestand abstirbt. Und drunter steht erstmal kein neuer Wald. Das ist also sozusagen ein natürlicher Kahlschlag bzw. ein Sturmwurf, wenn es der Sturm gewesen ist. Und es entsteht im Wald eben eine Art Lichtung, wenn man das dann so nennen möchte. So, und das finden jetzt manche Naturschützer durchaus sehr, sehr gut, weil auf so einer Lichtung, da kommt Licht auf den Boden, da trocknet der Boden etwas mehr aus, da wird der Boden schön warm und das ist jetzt interessant für alle möglichen Tiere, die ansonsten in einem ständig geschlossenen, ständig kühlen, ständig schattigen Wald Probleme kriegen. Und auf so einem Kahlschlag kann auch mal potenziell eine Orchidee wachsen, potenziell, ist gar nicht so wahrscheinlich, aber gehen würde es, oder halt sonstige Pflanzen, die wir bei ständig geschlossener Walddecke nie finden. Das heißt also, wenn wir gar keine Kahlschläge mehr machen, was inzwischen der Plan ist, Kahlschlag soll nicht mehr gemacht werden, das ist politisch nicht mehr erwünscht und es gibt auch gute Gründe dafür, ich bin auch kein Freund vom Kahlschlag, dann fehlen eben diese Freiflächen im Walde, wo man sie nicht aus Naturschutzgründen dann doch halt mal eine hinsetzt, weil man sagt, ja, so ganz ohne Freifläche ist auch doof. Und ja, des einen freut, des anderen leid. Für Käferchen, die nicht Totholzbewohner sind. Totholzbewohnende Käfer mögen sowas lieber. Ja? Wenn da jetzt noch irgendein alter, vergammelnder Stamm drin liegt, dann ist das für die super. Sondern aber für die Käferchen, die eben gerne heiß haben möchten und warm haben möchten und ein großes Nest bauen möchten, möglichst mit Sonne, zum Beispiel Ameisen. Sämtliche Ameisenhaufen wirst du in so einem Wald nicht finden. Die findest du eher am Kahlschlag oder im Kahlschlag, ja? Also am Rande davon oder mittendrin. Das ist für Ameisen ideal, weil die halt eben das Licht brauchen und einfach den sonnigen Standort. Und bei dicken, dichten Wäldern fühlen die sich gar nicht wohl, die ziehen dann gegebenenfalls um. Aber das hatte ich im Rahmen des Adventskalenders ja schon erzählt, wie Umziehen von Ameisenkolonien so ablaufen kann. Hoffe ich, oder? War das in der Sonderfolge? Ich weiß es nicht mehr, egal. Ja, aber das ist einfach dieses... Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, um klarzumachen, es gibt kein richtig oder falsch. Es sind immer Grauzonen. Ja? Aktuell ist es politisch und auch waldökologisch sinnvoller, so einen Dauerwald zu fahren. Der wird als naturschonender und naturnäher angesehen. Auf die Kosten all derjenigen, die eben gerne mal einen Kahlschlag haben und den gerne bewohnen möchten. Ist auch für Vögel ein Thema. Die können auf einem Kahlschlag wunderbar Würmer aus dem Boden picken, solange da noch welche da sind. Irgendwann werden die dann auch weniger, weil der Boden dann so warm wird und möglicherweise so stark austrocknet, dass das fürs Bodenleben wieder ein Problem ist. Aber bis es zum Problem kommt, ist da gefundenes Fressen, weil der Boden ja auch aufgebrochen ist durch die vielen umgefallenen Bäume, wird da ja auch massiv Bodenverletzungen herbeigeführt und dann kann sich da jeder, der gern Würmer und ähnliches und sonstige Bestandteile des Edaphons, also das Bodenleben in Gesamtheit, gerne mag und zwar zum Fressen gern hat, ja, der kann sich da bedienen. Okay,
Also Musterbeispiel für tolle Tannenverjüngung. So will man das heutzutage haben, wissenschaftlich und politisch. So, hier haben wir ein paar wunderbare Beispiele für Wildverbiss an Tanne. Jetzt muss man erstmal theoretisch, kurz bevor ich hier was zeige, darauf hinweisen. Tanne ist vielleicht so eine der wohlschmeckendsten Bäume, die es im Wald so gibt fürs Reh. Das heißt, Rehe, die sind ja auch sogenannte Konzentrat-Selektierer, Betonung auf Selektierer. Das heißt, die suchen sich wirklich selektiv das raus, was besonders gut schmeckt bzw. besonders nährstoffreich ist. Und das ist in vielen Fällen der Terminaltrieb, sprich der Trieb eines jungen Bäumchens, der mal später zum Stamm wird. Ja? Da steckt sämtliches tolles Zeug drin. Da stecken vor allen Dingen all die Sachen drin, die fürs rasche Wachstum notwendig sind. Und das sind auch alles Sachen, die das Reh ganz gut gebrauchen kann und gerne auffuttert. So, und wenn jetzt das Reh kommt und hier mal wieder den Terminaltrieb abknabbert, dann versucht die Tanne, sich zu regenerieren, indem sie natürlich einen neuen Terminaltrieb bildet. Und dabei kommt es ganz oft vor, dass nach Abknabbern des Terminaltriebs sicherheitshalber einfach mal bis zu 3 neue gebildet werden. Manchmal sind es auch 4, eher selten. Aber das heißt, es findet eine Verzweigung statt. Und das ist gerade bei Nadelbäumen was Besonderes, weil wir kennen ja unseren Weihnachtsbaum. Der hat ja mit Möglichkeit bitte einen Stamm und davon gehen schön symmetrisch sämtliche Äste ab. Natürlich wird bei Weihnachtsbäumen extra darauf geguckt, dass die so aussehen, wie wir uns das wünschen. In der Natur ist das nicht immer so perfekt. Aber grob kann man schon sagen, dass nahezu alle Nadelbäume eben so wachsen, dass sie diese typische Nadelbaumverzweigungsstruktur haben. Und ein Aufsplitten in 3 Primärtriebe, also 3 Terminaltriebe, das ist was freiwillig nicht passiert, sondern wirklich nur, nachdem das Reh da eben was abgeknabbert hat. Übrigens, der Wildverbiss hier muss jetzt nicht zwingend bedeuten, dass hier viel zu viele Rehe unterwegs sind. Das ist also jetzt kein Zeichen dafür, dass der Jäger seinen Job nicht macht und das Reh nicht in den Griff bekommt, sondern wir stehen hier direkt neben dem Weg. Ja? Also, da Weg. Hier, das, da. Ja, und das ist natürlich ein gefundenes Fressen fürs Reh, weil Rehe sind auch faul und bequem und die laufen des Nachts durchaus gerne auch mal über eine Vorstraße. Da kommen sie schön bequem voran und müssen nicht gucken, dass sie nicht über irgendwas stolpern, weil theoretisch kann auch ein Reh stolpern, sieht man bei ihnen selten, aber es geht. Und drum ist das einfach sehr praktisch zum Vorwärtskommen. Und wenn du dann links und rechts von der Straße auch noch so kleine Snacks am Wegesrand findest, dann ist das natürlich ideal und da wird auch gerne mal schnell im Vorbeigehen ein Haps gemacht und dann ist die Terminalknospe natürlich weg. Ja, also das ist ein reprädestinierter Standort sozusagen und selbst wenn sie nur wenig Rehe hätte, weiß ich nicht, wie viele sie hat, dann wäre das wahrscheinlich immer noch verbissen. Ja, also da mal ganz ruhig bleiben. Hier können wir auch schön sehen, ein verbissenes junges Tannenzweigchen. Seht ihr hier, da im Hintergrund, das kriege ich nicht scharf gestellt, aber hinter dem scharfen Bereich ist so ein Knick. Der Knick ist nicht da, weil der Baum unbedingt so einen Knick machen wollte, sondern da hat es auch die Terminalknospe, in dem Punkt, wo der Knick anfängt, da hat es die Terminalknospe abgefressen, also das Reh, und das Ganze hat sich gespalten. Ein Trieb ist nach oben, das ist der, der jetzt heute nach oben wächst, und einer ist nach schräg links, ne, dieser hier. Ja, ich kann das jetzt schlecht zeigen, wegen unscharf. Und sowas Ähnliches wird auch bei unserer Dreifaltigkeit, die wir da hinten bei der anderen Tanne hatten, irgendwann mal passieren. Einer von den 3 setzt sich durch, wächst weiter nach oben. 2 weitere werden dann doch irgendwann zum Seitentrieb, weil letztendlich keine Tanne wirklich immer nur einen Terminaltrieb brauchen. Im Übrigen, weit ist er nicht gekommen. Hier wurde er wieder abgeknabbert. Und auch hier haben wir jetzt das gleiche Bild wie gerade eben beschrieben. Ne? 2 neue Triebe sind da, beziehungsweise 2 Ästchen waren vielleicht noch seitlich dran. Der linke Ast hat jetzt die Hormone abbekommen, um zum neuen Haupttrieb zu werden, der übrigens auch schon wieder verbissen ist. hormonell hat er von der Steuerung der DNA her gesagt bekommen, du bist die neue Terminalknospe bzw. der neue Terminaltrieb und sollst direkt nach oben. Und der hier rechts im Bild jetzt, beziehungsweise Bildmitte aktuell, der hat halt eben gesagt bekommen, okay, dann machst du halt nur weiterhin einen Zweig, einen Seitentrieb, der für Photosynthese vor allen Dingen zuständig ist. Ja, so läuft das ab. Ne? Und wie gesagt, da oben war nochmal das Reh. Übrigens, man kann auch wunderbar erkennen, dass es Schalenwild gewesen ist, dass das abgebissen hat, weil da hängt, ich denke, man sieht es ganz gut, da hängt noch so ein kleines Zipfelchen. Das ist nicht wie mit der Schere abgeschnitten, sondern es ist ein bisschen ausgefranst. Oh,
Nein, nein, nicht die Buche scharf stellen. Die Buche wollen wir doch jetzt gar nicht, danke. So, und dieses Zipfelchen weist halt darauf hin, dass Rehe sowie als auch Hirsche, also sämtliche Hirschartigen, sage ich jetzt mal, die haben alle keine Zähne im Oberkiefer. Die haben da dafür so eine Druckplatte und wenn die was abbeißen, dann beißen sie es mit den unteren Zähnen im Unterkiefer schon ein Stück durch, aber drücken es dann an ihre Platte im Oberkiefer, ihre Druckplatte sozusagen, und reißen es dann einfach ab. Und dabei franzt es jedes Mal aus und so ein kleines Fähnchen, wie wir es hier sehen können, bleibt zurück. Und dann kann man zum Beispiel unterscheiden, dass das nicht der Hase abgebissen hat. Das könnte nämlich durchaus theoretisch, in der Höhe sowieso nicht mehr, aber theoretisch macht der Hase das auch ganz gern. Aber dann ist es ein glatter Schnitt, wie mit der Schere abgeschnitten. Der Nagerzahn vom Hasen, der ist super, super scharf und damit kann der ganz, ganz glatte Schnitte setzen und ist nicht auf Abreißen angewiesen, wie bei Reh oder beim Rotwild. Ja, und damit war es das auch schon. Möglicherweise bin ich nicht wegen einer halben Stunde hier extra hergefahren. Möglicherweise hatte ich geplant, gleich zwei Teile dieser Art. Oh, da ist ein Kolkrabenpärchen. Oh. Ich hoffe, ihr könnt sie hören. Ja, die singen im Duett. Kolkraben bleiben ja ein Leben lang zusammen. Die leben in Ein-Ehe. Und ich finde, es hat was Romantisches, wenn ein Kolkrabenpärchen vorbeifliegt. Ja, ja, schwarzer Vogel und so weiter. Tod, Verderbnis, bringt die Pest, blablub. Alles Schwachsinn. Das sind hochintelligente, hochsoziale, ganz faszinierende Tiere. Insbesondere der Kolkrabe, ne? Größte Rabe der Welt. Das ist immer toll, wenn die vorbeifliegt. Ich wollte Tschüss sagen. Ja, und möglicherweise gibt es noch einen zweiten Teil von diesem... da sind sie wieder. Von diesem Waldspaziergang. Ja. Also, bis morgen.